Ja, eine neue Aufnahmesession von The Division 2 startet heute und wir unten rechts sind wir tatsächlich zu dritt. Der Phil, den kennt ihr ja mittlerweile schon, aber wir haben noch einen weiteren Neuzugang, nämlich den Mauri, den Unskilled Boy. Ja. Hoffentlich ist er skilled. Ja, genau. Und noch stehe ich nicht da, weil ich will kurz noch das hier mit Odessa kurz machen und reise dann quasi kurz weiter, weil wir eine nächste Mission antreten wollen. Hey, Agent. Schön, Sie zu sehen. Das ist schön. Sie haben etwas Undenkbares getan. Sie gaben uns Hoffnung. Ich glaube, Kelso und ich haben beide vergessen, wie wichtig das ist. Ich habe gerade Cutscene. Ich bitte Sie ungern um mehr, wo Sie doch schon so viel getan haben. Dann gebe ich dir gleich den ganzen 500er-Kram, weil du kannst ja wenigstens damit was anfangen. Wenn Sie zufällig in der Nähe des Polizeihauptquartiers auf der Vienna Avenue vorbeikommen, könnten Sie mir bei einer persönlichen Sache helfen. Nichts Dringendes. Aber es würde mir viel bedeuten. Ja, aber droppst du hier überhaupt 500er Gramm? Nur 500. Neuer Einsatz, Polizeihauptquartier. So, dann mache ich mich jetzt mal auf zu euch wegen der Schnellreise. Und dann starten wir rein. Aber bist du sicher, dass du hier 500er Zeug droppst, wenn wir bei ihm in der Lobby sind? Ja, okay. Der hat mir auch schon ordentlich Zeug rübergeschoben. Okay. Aber ja gut, kann ich die verwenden, wenn ich Level 30 bin? Noch nicht, ne? Sobald du auf den Gearscore gehst. Also sobald wir Kapitol gemacht haben. Ja, das kann vielleicht noch ein paar Folgen dauern. Also ich gehe mal von der 2-3 Folgen vielleicht noch und dann gucken wir mal. Aber dann machen wir jetzt in aller Ruhe. So, dann bin ich jetzt bei euch. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich in den nächsten Partnern. Und da sind die zwei. Und dann geht's los. Ja, dann auf. Level 29. Das ist die Gelegenheit, mit einem und damit bin ich fast Level 28, nur weil ich diese Gegend entdeckt habe. Ja, das hat mir 10.000 Erfahrungspunkte gerade gebracht und 11.000 hätte ich gebraucht. Oh Leute. Hier mein R2D, so hol ihn dir. 28. So. Von jeder gibt ja auch noch mal EP, jeder Gegner. Ja, das war jetzt der letzte Rest. Oh, ist noch was Gelbes. Ja. Wie kriegst du pro Kill vom Gegner? Ich glaube 5.000 oder so. Wenn wir alle überleben zum Beispiel, nach einer Welle, dann kriegst du auch noch mal 2.000 extra und steht ja unten links immer nach jeder Welle, wie viel Boni wir bekommen. Also ich habe jetzt gerade pro Gegner 1.000 bekommen oder so etwa. Ja, weil er Level, weil er Weltrang 4 ist, kriegst du ein bisschen mehr. Kopfschutz, Pilz und gibt ja alles Bonis. Boni. Hm. So. Ja, da sind wir. So. Ich hol die mal da. Achso, nee, wir sind ja nicht auf Herausforderung. Hey, alles gut. Nee, das machen wir, wenn wir die Story durch haben, mal. Ich hab gestern tatsächlich auf Heroisch mal gemacht. Alter Schwede, ey. Heroisch ist heftig. Sich, ne? Ich kenne das beim ersten Teil. 3,5 Stunden mal gebraucht. Ja, muss halt jedes Mal, wenn du stirbst, neu anfangen. Komplett von vorne. Alles neu. Ja. Egal, wo du bist, du fängst von vorne an. Das ist halt. Ja, auch so die Gegner one-shotten, ne? Direkt. Also, ja, egal, ja. Ob hier steht die Scharfschütze hinten im Gitter. Ja. Ah, da ist sie. Huhu. Oh. Hier ist eine Kiste. Vielleicht kommt da gut das Stuff raus. Nee, absolut nicht. Bei mir kam da halt einfach gar nichts raus. Alles klar. Okay, ich muss da außen rum, Moment. Weil ich eigentlich dachte, okay, man könnte die Tür aufmachen. Okay, ja, schon. Oh, jetzt stand
Geschütze so böse von denen. Hm. In erster Linie ist wichtig die Mechaniker und... Oh ja. Ich bin gerade ein bisschen... verwirrt gerade gewesen. Wieso? Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Irgendwie eine Ding. Confuse-Granate oder so? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Oder der Sniper hat dich geblendet. Ja, das kann auch sein. Ich konnte mich jedenfalls gerade nicht in Deckung begeben. Hab ich gestern auf dem Kuppel eingepennt. Ich wundere mich, warum er die ganze Zeit gegen die Wand läuft. So, was machst du da? Das kam einfach nichts mehr zurück und er ist voll eingepennt und hat aber den Finger immer noch auf dem Stick gelassen. Rechts ist noch was Rotes. Ja, wie in GTA hier kannst du keine Level- und Geldglitches machen. Aber die locken gerade, ne? Irgendwie mit 50.000 mehr EP oder irgendwie so. Du warst GTA oder was? Ja, ja, 50% mehr EP für Kontaktmissionen. Ja. Oh, das lohnt sich. Ich weiß auch damals, wo die Kontaktmissionen die ganze Woche waren, irgendwie dreimal so viel. Ich glaube, wir haben die über eine Woche 6, 7, 8 Stunden am Tag gezogen. Nur Kontaktmissionen gezogen, die ganze Zeit. Selbst die Leute, die schon über 120 waren, die sind dann, glaube ich, irgendwie 150 Level noch gestiegen oder so. Die wollen das Ostergeld der Schüler haben. Ich sehe es nicht mehr ein, in das Spiel Geld zu stecken. Also auch wenn es klasse ist, aber es ist mir dann irgendwann zu viel. Aber wenigstens haben sie gesagt, dass sie jetzt an Teil 6 arbeiten. Das ist schon geil. Ja, ich habe gehört London, ne? Ne, Quatsch, nicht London. Nord- und Südamerika. Ja, ich denke, das wird Release-Titel für die PlayStation 5 dann werden. Ja, wenn ich ehrlich bin, macht das dann noch am meisten Sinn, jetzt noch ein... Ja. Die neue Konsole gleich fertig. Für die 4 auch rauskommen, weil GTA 5 glaube ich auch für die 3 rauskommen, glaube ich. Ja, richtig. Ja. Ich habe damals mit GTA... March. Genau. Ich habe ja, FIFA, glaube ich, wird immer noch für die PS3 gemacht, ne? Ja, stimmt, ja. Ich meine, FIFA, der neueste Teil, war der neueste Teil noch für die PS3? FIFA 18? Ja, FIFA 19? Ja, 19, ja. Na, alles Geld, ne? Ja. Gibt auch viele Jungs, die keine PS4 zu Weihnachten gekauft haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder vom Preis, dass sich das einfach nicht leisten können. Weil ich habe gehört, die PS5 soll tatsächlich dann an die 500 Tacken kosten. Ist aber okay, ganz ehrlich. Wenn ich gucke, was ein Rechner kostet heutzutage. Ja. Ne? Wollte auch sagen, das finde ich dann noch okay. Und wenn ich ehrlich bin, die Konsole kann ja schon einiges. Gerade was jetzt auch die PS Pro betrifft und alles drum und dran, die auch klar natürlich noch nicht ein Grafik-Update haben. Ich weiß es, ich kenne den Unterschied zwischen der PS4 und der PS Pro nicht tatsächlich, weil ich habe die Standard-PS4. Na gut, die Grafik ist halt wesentlich anders. Ich habe die Pro zum Beispiel. Okay. Ich finde auch gut, dass zum Beispiel, dass man teilweise auch die PS4 und die PS Pro spielen kann und nicht, dass das heißt, ja, man kann nur PS Pro spielen, mit PS Pro spielen. Ja. Das ist halt so im Moment egal. Oder dass es halt Exklusivtitel gibt für die Pro, ne? Dass wir jetzt sagen, God of War geht nur für die Pro, weil die normale Vierer schafft das nicht. Ja, genau das ist. Ich find's. Also auf 4K auf der Pro sieht das schon echt sexy aus. God of War? Muss man schon sagen. Allgemein, alles auf 4K. Vor allem Horizon Zero Dawn. Auf 4K sieht schon sexy aus. Viele Spiele tatsächlich, würde ich. Ja, kann man das natürlich vorstellen. Ich kann mir das natürlich. Ich auch nicht mehr. Also, ich jetzt noch eine Pro holen oder so. Vielleicht also, wenn ich ehrlich bin, ich hatte mir das damals auch nicht angesehen, mit der PS Pro mir die zu holen, weil klar, grafisch natürlich. Aber vor allem, wenn jetzt irgendwann in den nächsten vielleicht 1-2 Jahren die noch die Dings noch kommt, und für die Zeit jetzt zu den Überbrückungszeit tut sie normale PS4 locker. Meiner Meinung nach. Wer jetzt keine PS4 hat, natürlich, dann würde es den Sinn machen, wahrscheinlich die PS Pro zu holen. Ja. Aber es wird sowieso böse für uns. Also, PlayStation betrifft es jetzt nicht, aber Microsoft halt. Weil ja nächste Woche beschlossen wird, wie die Einfuhrzölle sind. Und da können wir eine richtige Kirsche für kriegen. Zumindest Europa. Weil die Xbox dann teilweise zu 20% teurer werden kann für Europäer. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Weil die Zölle ja erhöht werden von Microsoft. Ich
Soundbug oder was? Oh, nee. Ja, ich hatte das gerade aber auch. Ich war, das war von dieser, von der Sucherdrohne. Jetzt gibt's wieder neue Munition. Also ich brauche jetzt hier bis auf Level 29 insgesamt 362.700 mit okay. EP. Noch ein bisschen mehr sogar. Ich bin jetzt auch mal nächstes gespannt, schon auf quasi in 2 Monaten. Da freue ich mich auch schon drauf, auf den nächsten Release-Titel für mich. F1 2019. Kommt der schon Ende Juli. Ob ich mir nächste Woche Days Gone holen soll oder nicht. Nicht überlegen. Ja, ich bin auch da so ein bisschen mit den Gedanken am Spielen, aber tatsächlich wollte ich eigentlich nach The Division mit Exodus anfangen. Gar nichts, Das nee, ist... Passt tatsächlich auch so ein bisschen in diese Untergangsstimmung. Also diese Weltuntergangsstimmung, okay. Wie auch The Wish jetzt reinpasst. Wie auch tatsächlich Days Gone wahrscheinlich reinpassen würde. Days Gone im Koop wäre geil. Ja, das kann das im Koop spielen? Ist das im Koop machbar? Nee. Mhm, leider nicht. Weil tatsächlich spiele ich im Koop tatsächlich lieber als alleine. Ja gut, das ist aber Far Cry ganz geil gelöst, finde ich. Dass du halt mit reinspringen kannst in die Mission, helfen kannst und dann... Aber Far Cry echt geil. Ja, ich warte tatsächlich, ich würde tatsächlich irgendwie gerne mal jemanden dabei. Hat einer von euch Far Cry 5? Far Cry 5. Far Cry New Dawn? New Dawn nee. Habe ich übersprungen. Nicht mein Szenario, leider. Ich suche nämlich jemanden, der noch dafür mitspielt. Haha. Far Cry 5 habe ich nämlich mit einem Kollegen gespielt. Das war mir zu abgespaced. Na ja, gut, es ist ja quasi der Anschluss an. Genau. An 5. Oben ist ein Scharfschütze. Ein gelber. Jetzt nicht mehr. Und ganz oben ist auch noch was. Ja, das also ist die ganze Dicke. Ja. Ist jetzt ein bisschen runtergesprungen, geht jetzt wieder hoch langsam. Da oben, ja. Alles gut. Ja, lol. Wie schnell vor allen Dingen das gerade ging. Ja, ich mach 100% Schaden gegen Elite. Mit meinem, was ich da dran habe. Geht die goldenen schneller runter als die roten. Ah, da oben ist ein Schild, Heidi. Gelber. Was hast du mit meinem Schild gemacht? Noch da, mein Schatz? Hallo? Scheiße. Macht euch alle bereit. Die Lage ist jetzt ernst. Gut, dann hole ich mir nochmal kurz das Stuff hier. Zack. Wie einfach das in Story ist, oder? Wie einfach das auf dem Schwierigkeitsgrad Story ist. Ja, wie gesagt, klar, ich habe auch schon viele Dinge im ersten Teil, aber auch viele Missionen haben wir zwischenzeitlich auch heroisch gemacht. So. Das ist schon abartig, wie heftig die Gegner sind. Das ist ja einfach alles gelb. Ja gut, also wenn du das hier alleine machst, nur mit Leuten in deinem Level, dann ist das schon ein bisschen anspruchsvoller wie. Ach, mir geht's erster Linie nicht um die Level, mir geht's erster Linie so ein bisschen um die Leute und alles drum und dran und Zuverlässigkeit und sowas. Klar, es sieht jetzt so aus, als würde mich hier, oder beziehungsweise ist es eigentlich viel so, dass halt gerade sehr hohe Level, die ihr jetzt habt, mich durchziehen durch die Story. Mehr oder weniger. So. Ach, der scheiß Truck stimmt. Diesel neutralisieren. Oh, 2 Magazine. Scheiß Diesel! Ja. Was ist denn mit der Schuss? Hab ich in der Mundschachschütze gespielt? Oh.
Rüstung. Okay. Ja. Wo muss hier ein Scharfschütze stehen, meine ich? Diesel, bist du etwa auch tot, du dummer Flachwichser? Weck mir auch noch einen Gegner an, wo war da? Komischerweise. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. So. Zack, zack, zack. Ah, den Raum hier kenne ich jetzt so gut. Da hatten wir letztens einen üblen Bug in dem Raum. Da ging einfach hinter uns die Tür zu und die ganzen NPCs standen draußen. Warum nicht, ne? Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filterversagen. Luftfilterfunktion wiederhergestellt. Luftqualität akzeptabel. Oha. So böse, ey. Die komplette Steuerung umgekehrt wird. Boah, das ist gerade voll verwirrend. Aber es ist halt cool gemacht, dass die Steuerung einfach umgekehrt wird. Das ist echt ganz geil. Hör zu. Wir haben ja. Teufel im Haus und sie wollen uns alle töten. Also steht auf und kämpft. Versteht ihr? Das ist ja nämlich gerade von der Länge auch an Roosevelt Island. Ja, ist ja auch eine Invasion, genau. Ja. Ja, ist doch gut. So machen die meisten Laune. Wobei ich Roosevelt geiler finde. Ja, vom Setting her. Vom Setting her. Cooler. Wobei Kapitol ist auch nicht schlecht. Die Anfangsszene ist schon geil. Ja. Also, die haben so schon. Ja, dauert aber leider bei mir auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Ich kann es auch nicht versprechen, dass wir es heute in der Aufnahme schaffen, aber wir tun unser Bestes. Die ist schon episch gemacht. Da fehlt mir so ein bisschen so die theatralische Musik, aber sonst ist sie schon cool. Ja. Ich bin auch erst gestern Level 30 geworden. Nicht da hoch, nicht da hoch, nicht da hoch. Ja, hinter uns ist ein Spawn, muss man aufpassen, ne? Sorry, falls man da gerade im Hintergrund Kinder hört, das ist nicht, sind nicht meine. Also, nee, das war von draußen, ich hab's Fenster offen, weil ich auch gerade erst aufgestanden bin von einer guten Stunde. Also ich habe mein Fenster extra für dich zugemacht, weil bei uns die kleinen Kinder so laut sind. Ja, ich glaube, das hat man aber nicht, ich habe nur ganz kurz gehört. Die sind ich glaube, das hört man gar nicht. Also für mich droppen hier tatsächlich nicht mal 200er Sachen. Echt? Krass, ich bin fast 90er Gear. Ich bin fast Level 29 nach der Mission hier. Und ich sage Odessa Bescheid. Die Theatersiedlung wird jetzt Dauerkarte, eine weitere Trophäe. Genau, jetzt muss ich umbauen. Das kann jetzt im Moment dauern. Ich sag ja, mit Level 28 muss ich anfangen umzubauen. So. Also ich krieg hier tatsächlich nur 198er Sachen. Da bist du. Du kriegst ja, für mich sind die 250, die du dir droppst. Nee, alles 198. Ah, dann wird's runter skaliert. Für dich. Dann kann er das aufheben, kann er eher was mit anfangen. Ja, warte, ich kann machen. Moment. Ich komm gleich. Ja, macht euch da keinen Stress gerade, warte. Ich muss, wie gesagt, ich muss eh umbauen. Hier gerade komplett. Ich bin hier gerade in Beschäftigung. Ich hab keine Unterlaufschiene. Weg an die Kiste. Genau, gleich. So, Scharfschützgewehr kann ich wegtun. Das brauche ich überhaupt nicht, weil ich bin kein Scharfschütze. Kein Fan davon. 5 Stahlträger, jawohl, ja. Ja, so Gewehr. Okay.
So, neue alten Schuhe drin. Ja, die Kiste mal öffnen. Das kann ich aber nicht gebrauchen. Zumindest nicht. Zack und zack, weg damit. Das kann man auch rausnehmen, brauche ich nicht. Ich kann nichts mehr aufnehmen, ich bin komplett frei mit Materialien. Ah, ich habe jetzt um die Hälfte runter gerade alles. So, dann müssen wir da nochmal durchgucken. Na, ich habe extra, bevor wir los sind, mein Inventar mal ein bisschen. Ja, vor allen Dingen ist das so viel, so schnell voll. Nur wundert, die Missionen sind auch Level 30, genauso wie Kapitol. Wieso kann man Kapitol nicht machen? Kapitol wird erst ab 30 freigeschalten. Nee, also doch. Man kann es starten. Ja, weil wir drin sind. Achso, okay. Weil wir das schon gemacht haben. Wir können das starten, er nicht. Bei ihm steht dann, dass das gesperrt ist. Aber ich kann mit rein quasi dann, ne? Mhm. DP bekommst du auch. Aber ist die Frage, da musst du es, glaube ich, nochmal machen, damit es für dich als abgeschlossen zählt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt. Also wir können es machen, mir sonst ich egal glaub, sein. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil bei ihm wird dann. Bei ihm wird dann, wie bei mir bei District Union Area, bevor ich hier die ganze Mission gemacht habe, wird stehen, ja, muss erst Level 30 sein, damit du EP und Belohnung kriegst. Ja. Nee, dann warten wir einfach, wie gesagt. Dann warten wir, bis ich Level 30 bin. Ich bin jetzt fast Level 29. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar heute noch auf Level 30 und dann machen wir es irgendwann in der Aufnahme, in der Session. Ob es jetzt in dieser ist oder so, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. So, warte mal. Das wird eher sinnvoll sein. Eben, wollte ich sagen. Steht ja auch drüber, wenn du aufs Kapitol gehst. Gruppe ungeeignet. Ja, deswegen, ja. Wir könnten. Oh, das ist gut, dass du die Nebenmission noch nicht hast. Das ist sogar richtig gut. Was denn? Da unten bei DC-62, dann können wir gleich einen Hunter schwören. Ja, warte, dann machen wir das gleich. Wie gesagt, nochmal. Ich muss nur gerade jetzt. So, dann ich sag ja, das dauert immer bei mir jetzt gerade ein bisschen, weil da nochmal eine Verbesserung, weil jetzt hier gerade wieder zwei Verbesserungen reinkamen, wo das Zeug, was hier lag. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Komm, erst was anderes Gebiet verlassen und dann würde ich sagen, machen wir die Folge mal zu Ende, weil ich weiß nicht, wie lange wir jetzt mittlerweile schon dran sind wieder. Ich glaube, das könnte wieder eine halbe Stunde sein, fast. So. Ne, ich bleibe lieber bei meinem Maschinengewehr. So. Hast du dich schon ein bisschen eingelesen, was du mit Level 30 alles machen kannst? Nein, noch gar nicht. Ich nehme jetzt einfach gerade nur District Union Area. Genau, perfekt. Das ist das, was ihr meint hier, ne? Dieser Stützpunkt, den habe ich aber. Ja, den haben wir jetzt gerade gemacht. Achso, das war das, okay. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.